Moin moin meine lieben YouTuber und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist November, wer hätte es gedacht, natürlich habe ich auch dann einen neuen Monitor bekommen. Und zwar habe ich wieder einen von AOC, wie ihr seht, und wieder einen von der Aron-Reihe. Allerdings diesmal kompakter, kleiner, aber mit noch mehr Dampf unter der Haube, denn das ist der Aron AE251FZ. Und ja, das ist ein 25 Zoll Gerät mit einer Bildwiederholrate bzw. mit einer Herzzahl von 240 Hertz. Das seht ihr nicht, aber dieses tolle Gerät hat 240 Hertz, denn ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass es ja auch noch 244 Hertz Monitor gibt, und da dachte sich mal jemand, dann schickt man ihm mal einen 240 Hertz Monitor und dann kann er den auch mal testen. Und ja, in dem Fall testen wir den AG251FZ, und ich würde sagen, im nächsten Clip schauen wir uns einmal den Karton an und packen das Ding dann auch direkt aus. Also bis gleich. Auf der Vorderseite haben wir einmal AMD FreeSync 240 Hertz, 1 Millisekunde, Low Input Lage, Shadow Control, Game Color. Wieder eine coole Fernbedienung. Der Bildschirm, der sieht genauso aus wie der andere von hinten. Haben wir eben hier einmal abgebildet das Aron Logo. Auf der Seite haben wir einmal den Aron Schriftzug, und hier unten steht noch einmal die genauere Bezeichnung drauf. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal dasselbe, und auf der anderen Seite finden wir nichts anderes außer wieder das Aron Logo und wieder die Bezeichnung. Ja, so viel dazu zum Karton, und wir packen das Ding jetzt mal aus. So, ich habe jetzt dann auch mal das Ding aus dem Pappkarton rausgetan. Es war ja letztes Mal immer so ein bisschen schwierig gewesen. Und ja, gucken wir uns einfach an, was hier wieder drin ist. Ich muss vorab sagen, bei AOC sind die Sachen richtig gut geordnet. Klar ist es jetzt nicht mal original verpackt, da es ja ein Testmodell ist. Aber grob und ganzen ist es bei AOC alles gut durchstrukturiert und alles hat seinen Platz. Das finde ich schon mal mega cool, und nicht, dass irgendwie alles einfach nur reingeknallt ist. Ja, hier haben wir wieder den Standfuß von letztes Mal. Das ist wieder genau derselbe, auch dieselbe Größe müsste der haben. Genauso, den kennt ihr ja mittlerweile. Dann haben wir hier den Arm. Der ist etwas kürzer, aber hat halt dasselbe Design, auch mit Drehgelenk und Neigungswinkel. Pipapo. Dann haben wir ein Netzteil. Das ist kleiner und nicht mehr so wie beim anderen, weil das war ja echt eine Hölle. Dann haben wir hier DVI-Kabel, DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel. Dann haben wir hier wieder die Fernbedienung. Dann haben wir hier einmal Schokostecker. Dann haben wir hier wieder USB-Type-B-Kabel für den USB-Hub. Dann haben wir hier die CD mit allen Treibern, aber die sollte man sowieso aus dem Internet downloaden, wäre schlauer, weil die halt aktueller sind in dem Falle. Dann haben wir hier Audiokabel und Kopfhörerkabel. Hier eine andere Backplate, sollte die Monitorhaltung zum Beispiel, wollt ihr die hängen, nicht passen, dann schraubt ihr die andere da dran, dann könnt ihr die auch hängend betreiben an einer Monitorhaltung. Und ja, dann haben wir noch die Schrauben, um die Halterung am Monitor festzuschrauben. Dann packen wir das mal hier eben weg, und dann sehen wir hier einmal den Bildschirm, und ihr seht direkt, dass der wieder genauso aussieht wie der andere. Und im nächsten Clip habe ich den mal schon ausgepackt, und dann schauen wir uns mal das Ding in der Detailansicht an. Also bis gleich. So, auf der unten, von unten gesehen rechts, haben wir wieder einmal das Menü an, aus, dann die Power LED. Wenn der Bildschirm an ist, leuchtet sie weiß, wenn er aus ist, in rot. Dann haben wir da einmal die Bedientasten fürs Menü ganz normal. Da haben wir einmal das Aron Logo. Das war es eigentlich von der Vorderseite, außer dass oben rechts noch die genaue Bezeichnung ist. Ja, auf der rechten Seite haben wir dann einmal Kopfhörer Eingang und Mikrofon. Dann haben wir den gelben, oder der gelbe USB-Port ist ja dafür da, um euer Handy zu laden, und der blaue USB-Port ist ganz normal, um einen USB-Stick dort
anzuschließen. So viel von der Vorderseite rechts. Ja, dann haben wir einmal als Anschlüsse auf der Unterseite zweimal USB und ja, die USB-Schnittstelle. Das heißt, hier steckt ihr das Type-B-Kabel rein und das oder dieses Kabel verbindet dann die Anschlüsse mit eurem Computer, dass ihr dann darauf halt ja, zugreifen könnt. Dann haben wir hier einmal die Anschlüsse Audio-Kopfhörer, ja, der Eingang für die Fernbedienung, VGA, DisplayPort, ja, dann zweimal USB und am ganz anderen Ende DVIs. So, ich habe jetzt den Bildschirm mal ausgepackt, angeschlossen und habe jetzt hier wieder ein Gameplay laufen lassen. Das ist übrigens ein Gameplay von meinem Gaming-Channel. Wenn ihr euch kennt, unten in der Beschreibung ist der Link. Greens heißt der. Ja, da mache ich zwischendurch YouTube-Videos. Ja, Minecraft, GTA und so weiter und so fort. Aber das habe ich jetzt mal einfach als Beispielvideo laufen lassen. Und den Grund nenne ich euch gleich. Ich möchte euch jetzt erstmal so die genaueren Spezifikationen dieses Bildschirms nennen. Und zwar ist das ein 25-Zoll-Gerät. Das ist jetzt irgendwie 24 Zoll oder 27 Zoll. Nein, das ist ein 25-Zoll-Gerät und wir haben eine Auflösung von 1920x1080 Pixel. Das heißt, das ist kein 2K-Monitor, sondern ganz mal altmodisch, ja, Full HD. Wir haben eine Reaktionszeit von einer Millisekunde. Das ist ja im Gaming-Bereich mittlerweile Standard. Dann Anschlüsse sind exakt die gleichen wie beim letzten Mal. DVI, HDCP kompatibel, DisplayPort Input, USB, MAL, HDMI zweimal, Version 2.0. Dann haben wir ein D-Sub und ein USB Output fürs Handy wieder, ja, um das zu laden. Im Lieferumfang enthalten ist ein VGA-Kabel, ein DVI-Kabel, ein HDMI-Kabel, ein DisplayPort-Kabel und ja, halt das PowerCon-Kabel. Der Bildschirm ist wieder neigbar und drehbar wie letztes Mal. Das heißt, ihr könnt den Bildschirm wieder drehen und wieder hier neigen in jeder Richtung. Ihr seht es. Das ist wieder natürlich alles machbar. Gar kein Problem. Und im nächsten Clip schauen wir das Gerät mal in der Detailansicht an. Also bis gleich. Ja, das war auch nun die Detailansicht, wo ihr halt nochmal die ganzen Anschlüsse gesehen habt und so weiter und so fort. Ja, der Monitor hat auch wieder zwei Lautsprecher integriert und ja, wie soll ich sagen, die klingen halt dezent beschissen, aber das ist ja bei Monitoren ja, des Öfteren mal der Fall. Ihr bekommt jetzt hier einmal kurz ein kleines Audiobeispiel. Ja, ist halt jetzt auch nicht super berauschend. Ist halt wie jeder andere Monitorklang auch. So viel zum Beispiel. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt mal von allen so einen kleinen Eindruck bekommen habt. Wie gesagt, die Lautsprecher habt ihr jetzt gerade selber gehört. Wir haben wieder hier so eine coole Fernbedienung mitgeliefert. Die finde ich, wie gesagt, immer noch richtig, richtig cool. Denn damit können wir auch wieder ins Menü gehen. Alles wieder umstellen, wie auch beim letzten Bildschirm auch. Das Menü zeige ich euch jetzt nicht, da es genau dasselbe ist wie beim letzten Bildschirm. Und ja, da können wir halt nochmal einstellen, die Sprache, welchen Input wir nehmen, dann wieder was für einen oder was für eine Art, also 2.0 oder 1.6 und so weiter und so fort. Ob man einen Timer einstellen soll, ob der einen erinnern soll, dass man mal eine Pause machen soll und so weiter und so fort. Und ja, das schließen wir mal. Und so lasst es zum Thema, die Leiste schließen, die blendet sich jetzt gleich automatisch aus. Genau. Ja, das ist ja ein 240 Hertz Monitor. Und im zweiten Teil werde ich mich ja dazu genauer äußern, ob es ja sich lohnt, einen 240 Hertz Monitor mit einer Full HD Auflösung zu kaufen. Denn ja, es ist jetzt hier kein 4K oder 2K und ob es dann sinnvoll ist, sowas zu kaufen oder ob es unnötig ist, überhaupt sowas zu verkaufen. Und bis dahin würde ich sagen, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn wir die 10 Likes schaffen würden. Und ja, schaut doch mal auf meinen Instagram-Account vorbei oder auf meinen Twitch-Account. Und ja, da bin ich sehr aktiv, vor allem auf Instagram. Schaut einfach mal, lasst mal ein Follow da
Und ja, wir sehen uns dann in einer Woche zum zweiten Teil zum AOC AG 251FZ. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein, euer Tim. Ciao, ciao!